viel Gegenwind erfahren, aber auch sehr viel Unterstützung der Vereine, die Mannschaft, die Sponsoren, die haben sich alle demonstrativ hinter sie gestellt, haben gesagt, wir wollen, dass Uli Hoeneß unser Präsident bleibt. Jetzt sind Sie aber ja eine autarke Person, Sie können ja für sich selber auch entscheiden. Wie sind Ihre Pläne für die Zukunft? Werden Sie Präsident bleiben beim FC Bayern? Ja, ich werde jetzt in aller Ruhe abwarten, wie diese Steuerangelegenheit zu Ende geht, und dann werden wir sehen, wie das weitergeht. Ich kann das jetzt nicht abschließend sagen, aber ich habe unglaublich viel Zuneigung, Zustimmung der Fans vor allen Dingen bekommen, des Vereins, des Aufsichts. Wir müssen abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Ich bin relativ zuversichtlich, dass es am Ende doch ein relativ gutes Ende nehmen wird. Gibt es einen zeitlichen Horizont, den Sie absehen können? Habe ich. Ob es einen zeitlichen Horizont gibt, den Sie absehen können? Das kann ich jetzt im Moment nicht sagen, aber ich denke, die nächsten 2-3 Monate wird es hier eine Entscheidung geben.